Zwischen Wien und St. Pölten. Wir sind eine kleine Region aus 13 Gemeinden, ein bisschen im Übergang zwischen städtischer und ländlicher Struktur. Knapp 400 Quadratkilometer ist unsere Region groß und circa 40% davon sind mit Wald bedeckt. Das heißt, Wald, Landwirtschaft spielt in unserer Region eine große Rolle und dennoch hatten wir in der Niederregion keinen expliziten Forstschwerpunkt, wie schon genannt. Der Wald steht jetzt in Bezug auf den Klimawandel vor neuen Herausforderungen. Die Standortgegebenheiten ändern sich, der Wald ist gezwungen, sich anzupassen und genauso ändern sich aber auch die demografischen Strukturen. Wir haben gesehen, dass der Anteil eben der hoffernen Kleinwaldbesitzer, wie wir sie nennen, stark ansteigt. Und damit wollten wir in unserem Projekt ansetzen. Wir wollten zeigen, dass es möglich ist, Lebensräume im Wald für Vögel, für Kleintiere zu schaffen, zu erhalten, gleichzeitig den Wald gegen den Klimawandel widerstandsfähig zu machen und trotzdem die Holzmobilisierung, den Holzverkauf nicht ganz zu vergessen. Also wir wollen gern alles möglich machen. Wie alles begann, wurde schon ein bisschen erwähnt. Es gab ein kleines Vorprojekt in den vergangenen Jahren. Wir haben aber das Thema in unserer Entwicklungsstrategie verhaftet. Und wir haben eben erkannt, dass wir als Zuzugsregion es immer öfter Thema wird, dass Wald geerbt wird, mit angekauft wird, dass aber oder eben auch im normalen Übergabeprozess das Know-how für die Waldbewirtschaftung, gerade im Sektor der Kleinwaldbesitzer und Kleinstwaldbesitzer, immer mehr verloren geht. Der Zugang zur Landwirtschaft geht weg. Es sind oftmals keine Gerätschaften mehr da, keine Zeit, andere Schwerpunktsetzungen. Aber was uns sehr gut aufgefallen ist, mittlerweile in all unseren Waldbesitzern, knapp 30, die wir betreuen, dass das Werteempfinden dennoch erhalten geblieben ist. Also keine unserer Waldbesitzer wollten Wald verkaufen. Sie brauchten hier einfach ein bisschen Unterstützung und ein bisschen einen Schub in die richtige Richtung. Wir haben deshalb gesagt, unser Waldbesitz, obwohl die Region nicht so groß ist, ist trotzdem große Fläche. Wir fokussieren uns auf eine bestimmte Zielgruppe, die wir hier betreuen können. Und von Anfang an war klar, die ökologische Komponente ist uns wichtig als nachhaltige Region. Somit war unsere Zielgruppe dann schnell einmal festgelegt. Wir haben drei klare Herausforderungen formuliert. Einerseits war es, dass wir im Team selbst keine Forstexpertise in der Region hatten. Das heißt, es war klar, wir müssen uns hier Hilfe suchen. Das zweite Thema war die Finanzierung des Eigenmittelanteils. Wir haben das Vorprojekt sehr hohen Fördersatz zuführen können mit 80%, wollten aber trotzdem ein möglichst kostenloses Angebot für unsere Waldbesitzer schaffen, damit hier die Schwelle einer Teilnahme möglichst gering ist. Und die dritte große Herausforderung war es, wie komme ich denn zu meiner Zielgruppe? Wie können wir an die interessierten hoffernen Kleinwaldbesitzer herantreten? Hier jetzt ein kurzer Steckbrief zum Projekt. Wie schon erwähnt, konnten wir die Stiftung Blühendes Österreich als Partner gewinnen und zwar nicht nur als Finanzier und Geldgeber, sondern im sehr frühen Stadium schon als inhaltlichen Berater. Sie haben uns sehr geholfen, sowohl in der Projektstruktur als auch in der ökologischen Komponente. Wir haben uns entschieden für einen zweiphasigen Aufbau und das kann ich wirklich ganz stark empfehlen. Wir haben uns ein Jahr Zeit genommen, mit nur vier Waldbesitzern das Projektkonzept einmal durchzuspielen. Wir haben Netzwerke geschaffen. Wir haben mal geschaut, ob der Weg, den wir gehen, ein richtiger ist. Wir haben sehr viel gelernt und wir haben diese Pilotphase auch genutzt. Unser Ziel war es, damals 20 Kleinwaldbesitzer ausfindig zu machen, die mit uns in eine Umsetzungsphase gehen wollen. Wir sind da auch stark mit Informationsveranstaltungen haben wir gearbeitet. Wir hatten Aufrufe in Gemeindezeitungen, in regionalen Medien geschalten und haben wirklich diese erste Pilotphase gut genutzt, um zu schauen, besteht hier Interesse, dass wir weitermachen. Und das ist uns dann tatsächlich gelungen. Seit November 2019 sind wir in dieser großen Umsetzungsphase drinnen. Wir betreuen derzeit 60 Hektar Projektwald. Und diese Phase 2 hat ein Projektvolumen von 150.000 Euro.
Das Projekt ist jetzt zu 60% gefördert von LIDA-Mitteln und die Eigenmittel wurden eben von der Rewe-Stiftung Blühendes Österreich finanziert. Das heißt, das Angebot, was wir hier aufstellen, ist eben, wie gesagt, für unsere Kleinwaldbesitzer kostenlos. Wir haben drinnen regionales Projektmanagement zu 10 Wochenstunden. Auch das kann ich sehr nahelegen. Es ist wichtig, dass jemand immer vor Ort sitzt, der Ansprechpartner ist, der in die Wälder rausfährt. Also ich bin auch viel draußen im Wald unterwegs und eben immer da, wenn es Anliegen kommen. Das übergeordnete Ziel wurde schon erwähnt, hoffernen Waldbesitzern kostenlose Beratung und bei der ökologischen Pflege und Bewirtschaftung der Wälder zur Verfügung zu stellen. Wir haben den Kleinwald grob mit 5 Hektar gedeckelt, ist jetzt in der Umsetzung nichts, also wir haben auch ein bisschen größere Wälder, aber das war mir so als Richtwert gesehen. Ich möchte Ihnen kurz jetzt noch einmal die Projektpartner hier auflisten. Das ist mir deshalb wichtig, damit Sie auch ein bisschen was über die inhaltliche Aufbau des Projekts verstehen. Die LIDA-Region wurde genannt, Stiftung Blühendes Österreich haben wir erwähnt. Wir sind ab davor schon im Vorprojekt, konnten wir das Umweltbundesamt mit als Forstexperten mit ins Boot holen. Das war hier sehr wichtig, wie gesagt, weil eben in der Region hier dazu nichts gab. Und da profitieren wir sehr vom großen Wissen, dass sie mit einsteuern ins Projekt. Als weiteren sehr wichtigen Partner, hat der Ronald schon kurz erwähnt, war ein Österreich oder ist ein österreichweites Projekt. Wir schauen auf unsere Wälder, ein Biodiversitätsmonitoring-Projekt, das es uns ermöglicht, jedem Waldbesitzer eine ökologische Schulung von circa 2 bis 3 Stunden in den eigenen Wäldern durchzuführen. Ganz eine tolle Sache nach dem Motto 100-mal hingeschaut und nie gesehen. Glaubt man gar nicht, was wir hier aufmerksam machen können. In den eigenen Wäldern, was kreucht, was fleucht. Aber wie gesagt, Christiane Gupta wird dazu dann noch ein paar Worte verlieren. Und als letzten wichtigen Partner möchte ich gerne das Holzservice Voralpenland nennen. Martin Meyerhofer, der Geschäftsführer, ist heute auch da. Falls Fragen kommen, wird er sie vielleicht beantworten können. Das Holzservice ist ein Zusammenschluss aus hiesigen Waldwirtschaftsgemeinschaften. Das heißt, die haben sich vor einigen Jahren gegründet, um Kleinstmengen aus Holz zu einem fairen Preis zu kaufen, also gemeinsam vermarkten, gemeinsam profitieren, ist hier ihr Motto. Und das erschien uns wirklich als ganz toller Partner, weil wir vor allem hier mit Kleinstmengen an Holz zu tun haben. Es wird hier Vertrauen geschaffen. Viele unserer Waldbesitzer haben uns genannt, sie hatten in der Vorzeiten schlechte Erfahrungen gemacht mit Holzverkauf und waren hier sehr skeptisch. Das konnten wir ein bisschen ausräumen und eben diese Partner vor Ort finden, die uns auch Waldhelfer zur Verfügung gestellt haben und mit uns gemeinsam dann die Umsetzungsmaßnahmen durchgeführt haben. Aber dazu später kommen noch einige Bilder und ein bisschen mehr. Die Projektziele jetzt grob zusammengefasst. Beratung und Begleitung habe ich schon genannt in Richtung ökologischer Bewirtschaftung. Hier geht es auch viel um Bewusstseinsbildung, aufzeigen, was der Wald für Möglichkeiten bietet, auch ein Kleinwald. Und der zweite große Punkt ist die Erhöhung der Resilienz der Waldbestände gegen den Klimawandel, Artenvielfalt, Lebensräume schaffen, Anpassungsfähigkeit für die Zukunft. Heimische Baumartenzusammensetzung und so weiter. Ich darf Ihnen jetzt ein paar Bilder zeigen, damit Sie eine Vorstellung kriegen. Im Detail wird es dann der Bernhard Schwarzl ausführen. Wir nehmen die Waldbesitzer von Beginn an bei der Hand. Wir gehen mit ihnen in die Wälder. Wir unterstützen sie bei der Grenzfindung. Wir zeigen ihnen durch diese ökologische Schulung und durch die Bewusstseinsbildung, auf was man achten muss im Wald. Waren aber auch von Anfang an zur Stelle, wenn es darum ging, genaue Maßnahmen zu definieren, Naturverjüngung zu forcieren, was gehört geschlägert. Was wollen wir erhalten? Schutz von Totholz und wirklich bei jedem Schritt begleiten wir hier unsere Waldbesitzer.
Die Öffentlichkeitsarbeit ist auch sehr groß geschrieben, dass es wirklich auch eine breite Wirkung erhält. Wir haben, wie schon gesagt, Informationsveranstaltungen gemacht. Wir hatten Klimaexpertin Dr. Helga Gromkoll bei uns in der Region, die zum Wald im Klimawandel berichtet hat. Aber auch im Kleinen, wir haben Familienexkursionen durchgeführt, um hier für die Kinder ein bisschen anzusetzen. Und uns ist es sehr wichtig, dass wir in jedem unserer Waldflächen eine Informationstafel oder mehrere montieren, um hier auch für Spaziergänger, für Wanderer, für Waldnachbarn Informationen anzubieten. Wir hatten gerade am Anfang immer dieses Problem, dass dann Fragen kommen sind, warum liegt da jetzt das ganze Feinastmaterial, warum wird der Wald nicht zusammengeräumt? Und hier wollen wir eben aufmerksam machen, dass es wichtig ist, die Nährstoffe im Wald zu halten, dass das Totholz drinnen bleibt und so weiter. Also hier wirklich Bewusstseinsbildung zu betreiben. Wir geben im Zuge des Projekts sowohl ein Waldfolder heraus, der ist auf unserer Homepage abrufbar, und zu Projektende auch ein Projekthandbuch. Das Ziel davon ist es, dass wirklich für andere Regionen eine Art Leitfaden herausgegeben wird, wo unsere Lessons learned drinnen sind, der Projektverlauf und die Inhalte dargestellt werden. Gut, und bevor wir jetzt dann an die praktische Umsetzung gehen, darf ich jetzt noch das Wort kurz an die Christiane Gupta eben weitergeben, um dieses tolle Projekt, das ich Ihnen allen ans Herz legen kann, ganz kurz zu erläutern. Bitte schön. Ja, vielen Dank und herzliches guten Morgen auch von mir. Das Projekt Wir schauen auf unsere Wälder ist ein Bildungsprojekt im Rahmen der ländlichen Entwicklung. Bei diesem Projekt steht im Vordergrund der Waldbewirtschafter. Das heißt, wir versuchen, die Waldbewirtschafter für ein bewusstes Hinsehen auf die Biodiversität im eigenen Wald zu aktivieren. Ein besonderer Schwerpunkt, den ich ganz kurz erwähnen möchte, ist eben das sogenannte waldökologische Betriebsgespräch, was die Nicole Silhengst schon kurz erwähnt hat. Es ist eben ein Betriebsgespräch, bei dem geschulte Forstberaterinnen, sage ich ganz bewusst, weil wir viele Ökologinnen haben, die mit den Waldbewirtschaftern in den eigenen Wald gehen und Beobachtungsschwerpunkte festlegen. Dieses Projekt, das gesamte Bildungsprojekt und auch das waldökologische Betriebsgespräch steht allen Waldbewirtschafterinnen in Österreich mit einer AMA-Betriebsnummer kostenlos zur Verfügung. Das Ziel ist eben, dass auf Beobachtungsschwerpunkte, da haben wir jetzt 9 Beobachtungsschwerpunkte festgelegt, die reichen von Veteranenbäumen, Totholz bis hin zur Biodiversität am Waldrand, dass da bewusst hingeschaut wird und diese Beobachtungen dann einmal jährlich in eine Datenbank eingetragen werden. Es gibt Infomaterial, es gibt die Möglichkeit, an Bildungsveranstaltungen teilzunehmen. Und wie auch schon erwähnt, ist es bewusst gerichtet an Waldbewirtschafter. Das heißt, es ist kein Projekt, das eben eine Außernutzungsstellung jetzt zum Ziel hat, sondern eine bewusst nachhaltige Bewirtschaftung und bewusst hinsehen, welche Maßnahmen kann ich setzen, um den Wald, eben den eigenen Wald, klimafit zu machen. Vielen Dank für die Möglichkeit, das Projekt kurz vorzustellen. Sehr gerne. Gut, die Zeit läuft. Eine letzte Folie, Fazit: Warum ist unser Projekt ein Best-Practice-Beispiel? Der zweiphasige Aufbau, wie gesagt, hat uns Sicherheit geboten, hat uns ermöglicht, daraus selbst zu lernen. Wir sind ein einzigartiges Projekt, das den Waldbesitzern die Möglichkeit bietet, intensive Betreuung in Anspruch zu nehmen. Also wir sind wirklich bei allen Anliegen telefonisch und auch so immer wieder erreichbar. Und das ist sehr engmaschig und gerade die Kleinstwaldbesitzer fallen oft durch den Rost bei diversen Landesinitiativen und hier auch natürlich auch der ökologische Schwerpunkt. Die gute Zusammenarbeit mit den Partnern steht im Vordergrund. Es hat immer sehr gut funktioniert und auch die vertrauenswürdige Abwicklung an der Basis, die Schlägerung, der Holzverkauf, die auch Netzwerke, die wir schaffen, die auch nach Projektende dann weiter forciert werden. Also mein Aufruf hier auch noch einmal, traut euch drüber, es kann nur was Gutes daraus entstehen.
Und ich darf jetzt abgeben an den Bernhard Schwarzl, der jetzt hier ein bisschen ein paar Fotos und was aus der Praxis erzählen wird. Vielen Dank. Ich möchte auch alle sehr herzlich begrüßen. Vielen Dank. Und habe jetzt vor, Ihnen zu erzählen, wie das Projekt jetzt konkret abläuft. Wir haben schon dankenswerterweise gehört von meinen Kolleginnen und Kollegen, welche Ziele und so weiter das Projekt hat. Uns geht es, ich möchte das nur ganz grundsätzlich noch vorausstellen, uns geht es jetzt nicht in erster Linie um rein forstliche Aspekte, sprich um Holzmobilisierung beziehungsweise um ökonomische Vermehrung und so weiter, sondern ganz wesentliche Ziele sind für uns die Klimafitness der Wälder. Wir wissen, dass das alles wahrscheinlich noch ein ziemliches Problem sein wird für die gesamten Wälder in Österreich. Und uns geht es um die vielen Funktionen, die Wälder noch haben, außer der Holzproduktion. Also das ist die Biodiversität, das ist der Lebensraum, das sind die Habitate, das sind der Lebensraum für eine Unzahl von Organismen und Tieren und Pflanzen. Jetzt möchte ich Ihnen kurz anhand von Fotos dann ungefähr den Projektablauf schildern. Also der erste Punkt ist einmal, wir besichtigen mit Interessenten, also mit Waldbesitzern oder Besitzerinnen, einmal ihre Wälder und klären einmal so grundsätzliche Dinge, wo sind die Grenzen. Ich gehe dann anhand von Fotos dann noch näher darauf ein, welche Zufahrtsmöglichkeiten gibt es, wie kann man das Holz wegbringen, wenn man eine Schläger dort. Wir besprechen die Ziele, was kann ich aus dem Bestand machen, was ist der Zielbestand. Viele dieser Wälder, die wir in unserem Projekt haben, sind über Jahrzehnte nicht bewirtschaftet worden. Das heißt, da fehlt oft an Verjüngung und so weiter. Also wir wollen das auf einen gut bewirtschafteten Standard bringen. Dabei fällt dann natürlich auch Holz an, das verkauft werden kann, wie schon erwähnt, über das Holzservice. Und natürlich auch ein gewisser ökonomischer Anreiz. Dann, wenn wir also diese Wälder gesehen haben, dann werden also die Standortfaktoren aufgenommen, welche Böden habe ich dort, welche klimatischen Bedingungen, in welcher Höhenlage liegen wir und so weiter. Dann wird ausgezeigt, das ist also ein forstlicher Ausdruck für das, dass man Bäume markiert, die man entweder entnimmt oder wir markieren eben auch Bäume, die als Biotopbäume ganz wichtig im Bestand bleiben sollen und auch Totholz, was in vielen klassischen forstlichen Arbeiten einfach mitgenommen wird und oder mit herausgeschnitten wird, weil es so quasi eh keinen Wert hat. Für uns als Verfechter der Lebensraumfunktion ist natürlich Totholz ein ganz besonderer Teil des Waldes. Wir organisieren dann die Waldarbeiten, die Forstarbeiter, Waldarbeiter, die mit ihren Maschinen dann kommen und eben die ausgezeigten Bäume fällen. Wir sind dabei bei der Holzvermessung und bei der Holzabfuhr und wir kümmern uns dann um einen, weil eben das in den meisten Wäldern ein großes Problem ist, um die Verjüngung auch. Das heißt, wir versuchen die Waldbesitzerinnen zu überzeugen, dass sie Zäune aufstellen, um zu sehen, welches großes Potenzial die Wälder grundsätzlich haben, sich selbst zur Verjüngung, wenn nicht ein so hoher Wildstand herrschen würde. Ja, wo sind meine Parzellengrenzen? Also wir haben oft aus der digitalen Katastralmappe haben wir oft also Parzellen, die nur wenige Meter breit sind und dafür 100 Meter lang. Und wo ist überhaupt mein Wald? Wie Sie wissen, ist das ja nicht so einfach. Ich kann nicht jetzt irgendwo einen Baum umschneiden, weiß nicht, wo meine Grenze ist. Und da komme ich meistens dann sehr schnell in einen Konflikt mit Nachbarn. Das ist einmal wichtig. Und vor allem die hoffernen Waldbesitzer wissen es oft wirklich nicht, wo ihre Grenzen, also ihre Parzellengrenzen liegen oder ihre Waldbestände genau liegen. Das schaut dann mit Hilfe des GIS dann so aus. Wir schauen einmal, wo liegt der Wald. Rechts sehen Sie also die Grundstücksmappe, welche Waldparzellen handelt es sich. Dann wird besprochen mit den Waldbesitzern, was machen wir aus dem Wald, welchen Zielbestand wollen wir erreichen. Auf welche
Waldkomponenten legen wir Wert, eben auf Biodiversität, Totholz und auch auf Klimafitness, dass es ein gesunder Wald ist, der möglichst, möglichst das Potenzial hat, die klimatischen Veränderungen sozusagen auszuhalten beziehungsweise sich an diese anzupassen. Und wir gehen da, von der Wissenschaft ist es eigentlich unumstritten, dass je naturnäher ein derzeitiger Wald ist, desto größer ist seine Chance, dass er sich den klimatischen Veränderungen anpassen kann. Das heißt, wir schauen uns einmal an, wie schaut die potenzielle natürliche Waldgesellschaft auf diesen Standorten aus und versuchen dann in diese Richtung einen Zielbestand zu formulieren und gehen dann in die erste Phase der Umsetzung mit entsprechenden Maßnahmen. Dann wird eben der Standort erkundet, wir sprechen die Bodenverhältnisse an, weil ja natürlich verschiedene Baumarten haben verschiedene Ansprüche an die Böden. Es geht da meistens um, also es geht vielfach um Trockenheit, um Staunässe und so weiter. Also das ist ein sehr ausgeklügeltes Zusammenspiel zwischen den Bäumen bzw. den Forstpflanzen und den Böden. Wir haben als Hilfsmittel natürlich verwenden wir das Gieß, wo wir in den Wald gehen und die Parzelle sozusagen auch abgrenzen können mit GPS und dann diesen Wald aufnehmen. Und dann geht es an die Auszeige eigentlich. Wir sagen dann, okay, dieser Wald gehört verjüngt, da müssen wir also ältere Bäume herausnehmen und eben Biotopbäume belassen, aber wir müssen schauen, dass wir ein Licht auf den Boden bekommen um eine Verjüngung. Sie sehen es im linken Bild, ein Buchen, klassischer Buchenbestand, wo wir am Waldboden überhaupt keine Verjüngung von Jungbäumen oder von Bäumen haben. Weil in erster Linie in diesem Fall zu wenig Licht vorhanden ist und in zweiter Linie, weil die Verjüngung eben vom hohen Wildstand sehr stark verbissen wird. Ja, das noch zur Gießaufnahme eines konkreten Bestandes. Da werden Flächen eingezeichnet, die Charakteristika dieser Flächen dann markiert sozusagen und Einzelbäume markiert und dokumentiert. In der rechten Tabelle sehen Sie dann, wie das dann ausschaut. Das bekommt dann alles der Waldbesitzer oder die Waldbesitzerin natürlich zur Verfügung gestellt. Wie gesagt, wichtiger Punkt für uns ist Totholz. Ein Totholz ist, so wie es da liegt, schon sehr stark verrottet, ist ein sehr wichtiger Lebensraum für eine Unzahl von Insekten, vor allem auch viele Käfer, die an Totholz gebunden sind. Und fast noch wichtiger, kann man sagen, ist das stehende Totholz, das ja auch als Brutbaum für Vögel und Fledermausarten und so weiter dient, als Höhlenbaum. Sie sehen hier auch noch zwei Beispiele von Totholz. Hier ein offenbar Termitennest, das wir vorher nicht sehen konnten. Da haben wir das leider mehr oder weniger zerstört, indem wir den Baum da umgeschnitten haben. Das hatten wir vorher nicht gesehen. Aber man sieht an dem Beispiel sehr schön, wie hoch die Lebensraumfunktion eines Baumes ist oder sein kann. Ja, dann Veteranenbäume, das sind jene Bäume, die nicht sehr, die alt sind, die als die schon eine wichtige Lebensraumfunktion innehaben, die auch als Mutterbäume zur Verfügung stehen, wie zum Beispiel die Tanne links, die schon sehr alt ist und im Umkreis der sehr viele Tannenkeimlinge aufgehen dann. Und rechts die Buche, man sieht die Schwämme drauf und so weiter, die werden markiert und werden absichtlich im Bestand belassen, was also in der klassischen Forstwirtschaft oft nicht der Fall ist. Ja, auch hier noch ein paar Beispiele von markierten Bäumen, Veteranenbäume, Totholz und so weiter. Auch ein wichtiger Punkt für uns ist immer die seltenen Baumarten. Wir suchen uns die passende Waldgesellschaft, versuchen wir zu entweder auf diesen Standort zu etablieren zu lassen oder eben zu fördern. Und ein wichtiger Punkt sind die seltenen Baumarten. In diesem Fall sehen Sie da zwei E-Markierungen. Das sind die Elsbeeren, die im Bestand leben. Wenn man die forstlich nicht unterstützt, würden sie von den Eichen oder von anderen Baumarten auf jeden Fall verdrängt werden. Und also eine Elsbeere muss man im Bestand pflegen, weil sonst hat sie in der Konkurrenz keine Chance.
Ja, da sind wir schon beim Thema Verjüngung, das so problematisch ist aufgrund des hohen Wildbestandes und das betrifft wahrscheinlich ganz Österreich oder die allergrößten Teile Österreichs. Wir wissen das alle, das ist ein seit Jahrzehnten ungelöstes Problem. Sie sehen hier links eine Eichenverjüngung, die aber dann im nächsten Jahr wahrscheinlich gar nicht mehr da sein wird, weil sie einfach vom Rehwild sehr stark verbissen wird bzw. überhaupt gegessen wird. Oder rechts eine Ahornverjüngung mit Tannenkeimlingen und so weiter. Hier noch Eichen und Tannenkeimlinge, die alle keine Chance haben, durchzukommen, wenn sie nicht geschützt werden. Wichtig ist uns auch schon, was früher schon erwähnt wurde, die Waldrandgestaltung. Waldränder, Randlebensräume sind sowieso sehr wichtig, weil sie eine hohe Vielfalt, sich durch hohe Vielfalt auszeichnen und Übergangszonen sind in der Ökologie überhaupt ganz besondere Zonen. Und wir versuchen eben jetzt nicht Waldränder sozusagen möglichst kommerziell in ihrer Form die Wiese, natürlich leidet die Wiese darunter, wenn Sie es da sehen, oder unter den langen Ästen der Eichen und hat dort weniger Ertrag. Aber wir wollen die ganz bewusst erhalten. Ja, wie schon angeführt, die Verbissbelastung, Sie sehen hier zwei Bilder von Tannen, die schon sicher mehrere Jahre alt sind, wenn nicht sogar teilweise Jahrzehnte, die jedes Jahr verbissen werden und dadurch keine Chance haben, sozusagen in die Höhe zu wachsen, aus dem Äther zu wachsen, bis sie dann vielleicht einmal durchkommen oder vorher absterben. Eben eine dieser Möglichkeiten, dem entgegenzuwirken, ist eine Zäunung. Das ist auch mehr eine Bewusstseinsmaßnahme, weil dieser Zaun, den Sie hier sehen, der ist, also, hat eine Zaunlänge von 50 Metern. Das ist circa 12 mal 12 Meter Quadrat oder rechteck. Und da sieht man dann im Folgejahr, wie dort die Verjüngung aufkommt und wie hoch das Potenzial des Waldes an sich ist, dass Verjüngung standortgerecht auch passiert. Ja, die Waldarbeiten möchte ich noch beschreiben. Sie sehen hier die Bauern, Akkordanten, forstliche Arbeiter, die uns über das Holzservice vermittelt werden, mit denen wir schon eine sehr gute Beziehung haben. Die sind aber der Auszeige dabei. Wird vor allem die Praxis sozusagen in das Ganze implementiert. Ich kann jetzt nicht auszeigen, irgendwelche Bäume. Und der Waldarbeiter kommt dann daher und sagt, den kann ich nicht umschneiden, da, weil da, wenn der da umfällt, haut der das und das alles zusammen. Also das muss passen, sowohl für die Praxis als auch für die Theorie. Und da funktioniert die Zusammenarbeit wirklich sehr gut. Sie sehen nach der Holzernte, das ist also ein aufgelichteter Bestand. Wir haben da, wo es früher vollkommen dunkel war, circa die Hälfte der Bäume entnommen. Und das gibt jetzt eine Chance, dass man da die Verjüngung fördert, dass also ein neuer, junger Wald sich bildet und damit auch fit ist. Ja, wir sind auch dabei bei der Holzausformung, das heißt, die Stämme werden klassifiziert von den Holzeinkäufern, das ist je nach Holzart und Baumart. Eiche ist zum Beispiel sehr gefragt, Sie sehen hier Eichenstämme liegen, die werden klassifiziert nach drei Güteklassen im Normalfall, werden abgelenkt so nach den Wünschen der Einkäufer und werden dann entsprechend vermessen und auch bezahlt nach Volumen. Hier sehen Sie auch die Ausformung, heißt das im forstlichen Bereich, von Eichenstämmen. Es gibt viel Holz, das geht zum Beispiel in die Industrie, in die Papierindustrie. Das wird nicht dann extra jeder Stamm vermessen und es gibt das sozusagen unter Anführungszeichen normale Fichten, dann ein Blochholz, das jetzt immer mehr gefragt ist. Also verschiedene Sortimente. Sie sehen hier schwarze Erlen, die auch sehr gut am Markt nachgefragt sind und eben einen Holzlagerplatz, wo wir das nach Sortimenten dann auflegen und wo das dann von den entsprechenden Käufern abgenommen wird und weggeführt wird. Auch wie hier in dem Fall Buchenstämme im Winter auf einer gefrorenen Wiese liegend, sehr schönes, weites Feld. Das ist dann schon ein interessantes Gefühl, wenn man das dann so sieht. Und vor allem die Waldbesitzer, die meistens im Hoffern sind, das ja überhaupt nicht kennen in der Form, was ist dann da aus dem Wald herausgekommen. Ja, auch hier noch ein imposantes Bild von geernteten Bäumen aufgelistet. Und ja,
Da möchte ich zum Schluss kommen. Nach allen diesen Umsetzungsarbeiten bekommt jeder Waldbesitzer oder jede Waldbesitzerin von uns ein ökologisches Waldbewirtschaftungskonzept. Das ist also eine Broschüre, wo sozusagen alles dokumentiert wird, was dort passiert ist. Es werden Maßnahmen formuliert und die werden in kurz-, mittel- und langfristig eingeteilt. Was wurde jetzt getan, zum Beispiel bei der Holzernte? Was ist mittelfristig zu machen? Also schaut man die Verjüngung an. Wir müssen schauen, dass wir die Verjüngung sichern in irgendeiner Form. Und was ist langfristig zu tun auf Dauer? Und zwar mit jeweils nach den einzelnen Schwerpunkten, die wir setzen. Und das bekommt jeder Waldbesitzer und hat damit eine kleine Fibel, was er sozusagen in den nächsten Jahrzehnten mit seinem Wald machen kann. Die Kontakte sind auch durch unser Projekt hergestellt, das hat die Nicole schon vorher erwähnt, hergestellt zu den klassischen, zu den Forstarbeitern, zu der Holzvermarktung und so weiter. Also die Berührungsängste werden geringer und ein ganz wichtiger Punkt ist einfach das Vertrauen, das wir aufbauen zwischen den Waldbesitzern und den klassischen sozusagen Teilen der Holzvermarktungskette. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Weil hier hapert es natürlich sehr oft und je weniger man weiß, desto leichter geht man in die Irre oder wird in die Irre geführt. Ja, das war jetzt meine kurze Präsentation zu der Umsetzung im Wald und ich übergebe damit an den Ronald. Dankeschön.